Hallo euch allen, da sind wir bei Madden NFL 19. Wir sind zurück bei der passlose Draft-Serie, bei den Late Round Hero Highlights. Wir haben die 24. Challenge zu spielen. Wir sind mit Rashard Jones von den Miami Dolphins im Jahr 2011 unterwegs, Woche 1 gegen die New England Patriots, die wir hier zu Hause im Hard Rock Stadium, wie man sehen kann, empfangen. Unsere Aufgabe relativ einfach: Wir sollen verhindern, dass unser Gegner in diesem Drive 4 Pässe komplementiert. Klingt eigentlich recht gut, aber wir spielen gegen den GOAT, gegen Tom Brady. Und wir sollen natürlich verhindern, dass unser Gegner, dass die Patriots hier scoren. So, die Patriots stehen in ihrer eigenen 16-Yard-Linie. Haben einen ersten und 10. Und da wollen wir doch mal schauen, dass wir Tom Brady ein bisschen unter Druck setzen. Erster Versuch und 10. Laufspiel, aber das hat mal überhaupt nicht geplagt. Blount verliert 2 Yards sogar, also Tackle for Loss. Overstorm Brave. Wir blitzen also weiter. Brady setzt an für einen Wurf, aber der ist unvollständig. Die wirft eins aus. Zu viel Druck, den er da abbekommen hat. Dritter Versuch und 12. Das ist natürlich schon eine sehr heikle. Jason Garrett heute mal in Türkis. Dritter und 12 von der 14. Brady wirft vollständig, aber das ist kein First Down. Das war der erste vollständige Pass von Brady. Das haben die aber, die Patriots, einen 4. und 5, und den werden sie natürlich nicht ausspielen. Ach, Öster, ich liebe diese kurzen, knappen Challenges. Sanders retourniert nochmal ein bisschen mit dem Ball. Ja, kommt aber bis an die 47-Yard-Linie, aber das ist alles egal, denn wir haben die Challenge geschafft. Die Patriots schaffen es, nur einen einzigen Pass zu komplementieren. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.